Okay, welcome back zum 20. Part jetzt. Von Shadow Blood Time of the Night von Tazuwa. Ja, ich sollte mir wirklich merken, die Uhr wirklich anzustellen. Um zu sehen, dass ich die Parts nicht zu lang mache. Aber wir machen jetzt weiter. Und zwar hoffentlich so, dass wir jetzt hier nicht krepieren werden. Ich sehe hier ja fast gar nichts. Mensch. Mir scheint die Sonne auch noch so hell hier rein. Das ist ja ein bisschen. Ach, da ist irgendwas im Weg. Okay, ich dachte gerade, ich könnte hier nicht weiterlaufen. Einfach nur durchlatschen hätte mehr gebracht. So. Wetten, dass wir jetzt einen Drachen besiegen müssen? Nein. Upsala. Der Typ sieht irgendwie aus wie wir. Ein bisschen. Na, wie synchronisiere ich den jetzt? Du hast es weit geschafft? Wer bist du? Bist du dieser Korn? Moment, hat Korn nicht schon eine eigene Stimme gehabt irgendwann? Ich? Es geht. Nein. Ich, Korn? Nein. Korn ist mein Meister. Und er hat lange auf dich gewartet, Sky. Und wo ist dein Meister? Ruf ihn her, sofort. Spar dir deine Forderungen. Er wird sich dir noch früh genug offenbaren. Momentan hält er sich in seinem Schloss auf. Und wo finde ich das? Deine Fragen sind so beschränkt wie deine Denkweise. Glaubst du wirklich, ich würde jeden deiner Wünsche erfüllen? Diese Arroganz. Gut, du bist also ein Diener Korns. Was hast du mit diesem Mann gemacht? Was hast du vor? Rede. Immer diese Forderung. Mein Meister wird seine Pläne zur gegebenen Zeit offenbaren. Doch bis dahin. Otage! Nein, er verpisst sich, so ein Arschloch. Ich verstehe nicht. Was war das denn nun? Und warum hat er keine Anstalten gemacht, mich aufzuhalten? Ja, mir soll's recht sein. Hoffen wir, dass auch der Rest glatt verläuft. Ja, mir gefällt das auch ganz gut, weil ich das Gefühl habe, dass Shadow Blood insgesamt ein schwieriges Spiel ist. Nein? Wieso kann man nur hier darunter? Beziehungsweise hier nicht? Haha, lül. Ja, okay, sieht man vielleicht sogar ein bisschen, aber. Naja. Und zwar aus dem Grund, dass die Gegner ziemlich stark sind. Alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Diese ausgebuchte Hölle hat meine Dokumente gestohlen. Was für Dokumente? In diesen Dokumenten war eine Art Plan von Korns Handlangern, von welchen Punkten sie gewisse Gebiete und Zusammenschlüsse infiltrieren wollen. Diese Dokumente könnten den Krieg für uns entscheiden. Er sagte, er habe ein zweites Lager in einer alten Ruine nicht weit von hier aufgeschlagen. Geh und such ihn dort. Gregor wird dich dafür sicher reich belohnen. Woher weiß der auf einmal, dass wir von Gregor kommen und so? Naja, die Belohnungen sind wahrscheinlich ein paar mehr Antworten. Gut, ich werde die Dokumente für euch besorgen. Aber jetzt lasst uns erstmal aus dieser Höhle verschwinden. Pling, rausgeportet. Ich danke euch vielmals, dass ihr ihn lebendig zurückgebracht habt. Und auch wenn es mir widerstrebt, euch um weitere Gefallen zu bitten, so muss ich es doch tun. Schon gut, ich werde diese Dokumente finden. Wo liegt die Ruine? Sie befindet sich nur ein Stück weiter. Wenn ihr erneut in den Wald geht und die Höhle hinter euch lasst und dem Pfad nach Osten folgt, könnt ihr sie gar nicht verfehlen. In Ordnung. Habt ihr etwas herausgefunden? Ja, unsere Agentin ist von Korns Schloss zurückgekehrt und sie lebt noch. Allerdings fanden wir sie bewusstlos in einem Waldgebiet und sie hat ihr Bewusstsein bisher noch nicht wieder. Wir werden warten müssen, um ihre Aussage zu hören. In Ordnung. Ich mache mich dann auf den Weg. Seid vorsichtig. Angeblich hat ein Drache sich in den Katakomben der Ruine verschanzt. Das ist auch nichts Neues mehr für mich. Nee, wirklich nicht. Okay. Yes. Haben wir irgendwas bekommen gerade so? Oh, Gegenstand. Ja, stimmt, diese Feder, ne? Eine seltene Feder eines Garudas. Vielleicht können wir die bei diesem Typen speichern. Wo wir auch dieses Drachenherz losgeworden sind, auch loswerden. Oder an späterer Stelle bei so einem Typen, der so ähnlich ist. Das wäre mal stylisch. So ein Raritätenjäger, der immer und überall Zeug sammelt und uns dafür gut Kohle gibt. So. Ihr schon wieder. Was wollt ihr dieses Mal? Okay. Der will nix. So ein Aas. Nach oben kann ich immer noch nicht. Nein. Immer noch nicht. Schade. Okay. Ach, es wurden wir jetzt gehalten. Ja, aber passt noch.
So, dann wollen wir mal weiter latschen. Und wieder mal alle Monster-Dinos und so weiter außer Acht lassen. Weil die noch immer, glaube ich, ein bisschen über unserer Höhe sind. Also will ich lieber nicht riskieren, mich da in einen Kampf zu stürzen, den ich nur verlieren kann. Kann man hier nicht rüberspringen? Nein. Schade. So. Und weiter geht's. Dinos und ein Trank. Und zwar ein grüner. Obwohl es eine blaue Grafikkarte, glaube ich. Gibt es hier noch was? Nee, jetzt muss ich wieder den Dinos ausweichen. Juhu. Okay. X. Das ist aber eine dunkle Gegend hier. Aber genug Licht ist da, sagen wir es so. Ruine betreten auf eigene Gefahr. Als hätten wir bisher jeweils anderes gemacht, als auf eigene Gefahr irgendwas zu tun. Sind das jetzt Killerhäschen? Nein, das sind keine Killerhäschen, die uns angreifen. Aber sie sind cool. Da liegt was. Gegenstand, Teleportstein. Was bringt das? Dem teleportiert an einen unbekannten Ort. Na super. Das ist doch wirklich mal was, was wir haben wollen. X, das sind Dinos. Mit denen will ich mich jetzt nicht anlegen. Okay. Ein Speicherpunkt. Den benutzen wir dann auch mal schnell. Und da ist noch ein Trank. Ein blauer Trank. Und da ist eine Kiste. 90 Gold. Ja, das war's anscheinend. So, wenn ich mich jetzt nicht täusche, kommen wahrscheinlich nicht durch dieses Gitter durch. Ja. Dann sollte das also heißen, Teleportsteine einsetzen. Yays. Ha, was sagen? Ein Schalter. Und noch ein Schalter. Ah, jetzt können wir auch immer raus. Okay, cool. Was sind das hier für? Ah. Kann man da irgendwas machen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese eine Statue da... Ach, das war ein Schalterspiel, glaube ich. Nach oben gehen. Wach, nach oben gehen lohnt sich. Ach so, Moment. Nein, geht nicht. Sieht aus wie ein gigantischer Thron. Moment, was ist das? Yeah, ein Rubin erhalten. Das ist cool. Das heißt, dass wir uns bald wieder was Neues kaufen können. Wir werden hier immer reicher und reicher und... Oh. Ach, ich bin vielleicht blöd. Merke gar nicht, dass da ja eh noch eine zweite Treppe ist und denkt, ja, da komme ich noch woanders hin. So, das ist kein Monstervieh, sondern... Es ist ein Schalterspiel. Dass ich Idiot natürlich gleich falsch rum bedient habe. Ich muss nämlich das Ding hier da drauf schieben. Und mich dann da drauf stellen. Oho. Okay. Und wir bleiben mitten auf der Brücke von Moria stehen und beenden hier mit dem Part. Und ich sag dann bis denn und ich hoffe, dass euch das jetzt alles hier gefallen hat und so. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Und deswegen werde ich auch weitermachen. Bis dann.